Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, meine Meinung über das Treffen mit Roger zu ändern. Ich war bereits zu dem Schluss gekommen, dass wenn dieser mental instabile Mann, der nur durch eine Puppe kommunizieren konnte, meine einzige Hoffnung war, ich sowieso ziemlich am Arsch war. Aber hier war ich nun, im Auto vor der Bowlingbahn und war im Begriff hineinzugehen, um mir anzusehen, ob und was er gefunden hatte. Ich war früh dran und umrundete das Gebäude ein paar Mal, nur um zu sehen, ob sonst noch jemand da war. Keine anderen Autos oder sonstige Aktivität. Der Laden sah aus, als sei er vor mindestens einem Jahrzehnt geschlossen worden. Es würde mich überraschen, wenn es drin überhaupt noch Strom gäbe. Das Einzige, was mir durch den Kopf ging, war, was für ein schöner Ort das hier war, um ermordet zu werden. Während ich also wartete, nahm ich den Pfeifenreiniger und benutzte ihn, um die Innenseite des Laufs meiner Pistole zu zerkratzen. Ein Trick, den ich von einigen meiner schäbigeren Kontakte in New Orleans gelernt hatte. Wenn sie einen Weg gefunden hatten, meine Waffe mit der Leiche im Kofferraum in Verbindung zu bringen, wäre es so zumindest unmöglich, den ballistischen Fingerabdruck der Waffe zu vergleichen. Oh, dachte ich. Ich muss noch einen Weg finden, die Leiche loszuwerden. Aber ein Schritt nach dem anderen. Das war ein Problem für später. Im Moment musste ich herausfinden, wer hier die Fäden in der Hand hatte. Niemand war bis 8 Uhr aufgetaucht. Um 8.05 Uhr entschloss ich, in die Bowlingbahn einzubrechen. Was ist schon ein weiteres Verbrechen in so einer Nacht? Die Hintertür war offen, also schlüpfte ich hinein mit meiner Taschenlampe in der einen Hand und der anderen Hand an meiner Pistole im Holster. Der ganze Ort roch wie ein vergammelter Teppich und die Luft war voller Staub. Ich folgte dem Flur in die Haupthalle, wo ich die vertraute Stimme der Puppe hörte, die irgendwo in der Dunkelheit sprach. Nun, nun, Detective. Du hattest heute wirklich viel zu tun, nicht wahr? Weißt du, wenn diese ganze Privatdetektiv-Sache nicht klappen sollte, hast du, glaube ich, eine große Karriere als Terrorist vor dir. Peter, sagte ich, wo bist du? Eine Gestalt tauchte auf der anderen Seite des Raumes auf und wieder einmal war es nicht das, was ich erwartet hatte. Ich konnte die altbekannte Holzpuppe sehen, die mich direkt anstarrte, als sie immer näher kam. Aber die Person, die sie trug, war nicht der Mann, der sich heute im Wohnzimmer meiner Familie eingefunden hatte. Roger wurde von einer stark übergewichtigen jungen Frau mit brauner Haut und Zöpfen festgehalten und bewegt. Sie starrte Roger an, während er mit der gleichen Stimme sprach, die er schon immer benutzt hatte. Wer zum Teufel ist Peter? Hast du einen Freund erwartet? Denn ich erinnere mich genau, dass ich dir gesagt habe, du sollst alleine kommen. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe auf das Mädchen und sagte, was ist hier los? Wer bist du? Sie bedeckte ihre Augen mit einer Hand, benutzte die andere, um mit der Puppe zu hantieren und sagte, kümmere dich nicht um sie. Das ist Tristessa. Ich muss deinen neuen Wirt finden, nachdem der Hausmeister seine kleinen Zwischenfall hatte. Ein neuer Wirt? Hier, du wirst das hier an dich nehmen wollen. Sein Kopf drehte sich zur Seite, schaute auf das Mädchen, Tristessa, und nickte ihr zu. Das muss ihr Stichwort gewesen sein, ein Handy aus der Tasche zu ziehen und es mir anzubieten. Ich nahm es an. Ich weiß, dass du klug genug bist, um inzwischen herausgefunden zu haben, dass dein altes Handy auf Teufel komm raus verwanzt ist. Behalte das hier, damit ich dich erreichen kann, wenn ich muss. Es war unheimlich. Ihre Lippen bewegten sich absolut nicht. Die Puppe, so schloss ich, muss irgendwie aus der Ferne eingesprochen werden und das Mädchen bewegte irgendwie die Lippen perfekt synchron zu den Worten. Das war verrückt. In Ordnung. Was genau bist du, Roger? Ich würde gerne wissen, mit wem ich es wirklich zu tun habe. Roger ließ ein fröhliches Gackern los und sagte, Nun, wir wissen nur selten, mit wem wir wirklich sprechen. Meinst du nicht auch? Schau, ich wette, du hast eine Menge Fragen. Aber ich habe nur Zeit, dir die wichtigsten Dinge zu sagen. Den Rest musst du selbst herausfinden. Wenn du dich mit diesem Arrangement nicht wohlfühlst, dann kannst du jetzt abhauen, denn die einzigen Antworten, die ich dir gebe, sind bezüglich Vanessa. Wie ursprünglich vereinbart. Ich schüttelte den Kopf und sagte, was auch immer, halten wir uns an den Plan. Was hast du gefunden? Es geht nicht um das, was ich gefunden habe, Detective. Roger drehte seinen Kopf zu Tristessa und nickte erneut und signalisierte ihr, mir einen dicken Manila-Ordner mit der Aufschrift V. Riggin zu geben. Ich nahm ihn und fing an, ihn durchzublättern. Roger, oder wer auch immer Roger wirklich kontrollierte, hatte eine erstaunlich umfangreiche Liste an Infos zusammengestellt.
Ihre Herkunft, ihre Kindheit, Familie, Zeugnisse, Schulaufsätze, ihr ganzes Leben war auf diesen Seiten katalogisiert. Es war eine beeindruckende Arbeit. Ich hielt auf einer Seite inne mit der Überschrift Passwörter, gefolgt von einer entsprechenden Liste. Woher hast du ihre Passwörter? Ziemlich einfach, wirklich. Man muss nur die Antworten auf einige sehr grundlegende Sicherheitsfragen kennen. Der Mädchenname der Mutter, bester Freund in der Kindheit, Lieblingsfarbe, das erste Haustier. Was nützt es, ein sicheres Passwort zu haben, wenn man so einfach drumherum kommt? Ich überflog die Liste, bis ich einen 6-stelligen Code mit der Notiz Handy fand. Dann spürte ich plötzlich den Drang, alle meine Passwörter zu ändern und mich dauerhaft aus dem Internet zu verabschieden. In Ordnung, sagte ich. Du sagst, es geht nicht darum, was du gefunden hast. Möchtest du das näher ausführen? Er führte aus. 1604 explodierte ein Stern und erschuf die Kepler-Supernova. Es wurde in der ganzen Welt berichtet und aufgezeichnet. Ein brandneuer Stern am Nachthimmel. Das war eine große Sache. Religionen beansprucht es als Beweis für ihre Götter. Musiker schrieben Lieder darüber. Die Leute haben ihren verdammten Verstand verloren. Genug, dass wir 400 Jahre später immer noch darüber reden. Menschen verbringen ihr Leben damit, in dieser Leere ein neues Objekt zu finden. Aber was meiner Meinung nach daran lustig ist, ist, dass es in den letzten 10 Jahren Dutzende von Sternen verschwunden sind. Das ist ein ebenso bemerkenswertes Phänomen, nicht wahr? Die sternenklare Nacht ist immer noch unwiderruflich verändert. Aber niemand erzählt Geschichten, wenn etwas Altes verschwindet. Nur, wenn etwas Neues auftaucht. Ich frage mich, was das über die Menschheit aussagt. Du sagst also, dass der Schlüssel hier nicht darin besteht, etwas zu finden, das nicht da sein sollte, sondern etwas zu finden, das da sein sollte, aber es nicht ist. Bingo! Jetzt klingst du wie ein Detektiv. Okay, sagte ich und hielt den Ordner hoch. Willst du mir sagen, was hier drin sein sollte? Die Mutter. Ich beobachtete das Mädchen, Tristessa, auf jegliche Form von Emotion, aber ich konnte sie nicht lesen. Und ich war mir sicher, dass ich nicht nach Emotionen bei einer Puppe zu suchen brauchte. Was soll mit ihr sein? Man findet praktisch nichts über sie. Sie ist wie ein Stein, der in einen Teich fällt und keine Wellen schlägt. Wo ist sie? Warum versetzt sie nicht Himmel und Hölle in Bewegung, um zu versuchen, ihre vermisste Tochter zu finden? Ich klemmte den Ordner unter meinen Arm, packte meine Zigaretten aus, zündete eine an und antwortete. Du scheinst viel zu wissen. Weißt du, was man unter dem Capgras-Syndrom versteht? Das tue ich nicht. Aber bitte, ich lebe, um zu lernen. Das Capgras-Syndrom ist eine psychische Beeinträchtigung, bei der man denkt, dass jemand, den man kennt, jemand, den man liebt, ersetzt wurde. Vanessas Mutter leidet unter einem schweren Fall davon. Sie hat mir so Scheiße erzählt wie, ich weiß, dass es genauso aussieht wie sie. Es spielt, spricht und riecht genau wie sie, aber das Ding ist nicht meine Vanessa. Nichts, was jemand tun könnte, würde sie vom Gegenteil überzeugen. Es war schlicht einfach etwas falsch daran, wie ihre Neuronen gefeuert haben. Wow, das ist scheiße. Ja, danach sagte er eine Weile nichts mehr. Und ich nahm mir die Zeit, meine Zigarette fertig zu rauchen. Als sie endlich fertig war, fragte ich, war's das? Detective, ich glaube nicht, dass Sie die Schwere dessen erkennen, was Sie mir gerade gesagt haben. Oh, wirklich? Ja, das ist der Schlüssel zur ganzen Sache. Deshalb haben Sie sich für Vanessa entschieden. Sie haben erstaunliche Arbeit geleistet, Ihre Mutter so gut zu verstecken, dass selbst ich ihren Namen nirgendwo finden kann. Warte, sagte ich. Halt dich mal eine Sekunde zurück. Was meinst du mit, deshalb haben sie Vanessa gewählt? Was weißt du, dass ich nicht weiß? Irgendwo weit hinter mir, im Dunkeln, ertönte das Geräusch eines Schlags gegen Metall. Eine Tür war gerade aufgestoßen worden. Oh, scheiße, sagte Roger in gedämpftem Ton. Siehst du das? Sie haben eines dieser großen Dinger hierher geschickt. Hier haben sie uns gefunden, Detective. Ich weiß, dass du nicht dumm genug warst, dich abhören zu lassen, oder? Ich schaltete meine Taschenlampe aus, zog meine Waffe und zeigte sie in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Fick dich, flüsterte ich. Woher weiß ich, dass du niemanden mitgebracht hast? Es war fast pechschwarz da drin, aber ich konnte es riechen. Es war übelkeitserregend, entsetzlich wie verrottendes Fleisch und verfaulte Scheiße.
Es kam uns mit den Geräuschen schwerer Schritte näher. Ich konnte es laut atmen hören. Es klang wie ein kehliges, tierisches Knurren. Detective, hinter uns liegen 3 Ausgänge. Unsere beste Chance, hier lebend rauszukommen, ist, dass wir uns trennen und wie der Teufel rennen. Ausnahmsweise waren wir einmal der gleichen Meinung. Ich hatte mir den nächstbesten Fluchtweg zurechtgelegt, noch bevor das Gespräch überhaupt begonnen hatte, und ich rannte bereits, als ich Rogers Stimme jetzt schreien hörte. Das Ding, was auch immer es war, begann zu rennen. Ich warf Vanessas Ordner hinunter und machte die Taschenlampe wieder an, als ich zu einer der Seitentüren rannte. Ich konnte nicht sagen, in welche Richtung das Mädchen gerannt war, aber das Ding war direkt hinter mir. Es jagte mich und der Abstand zwischen uns schrumpfte. Ich rammte die Doppeltüren mit voller Geschwindigkeit und sie flogen auf. Ich stürzte die 3 Stufen auf der anderen Seite hinunter und landete auf dem zerbrochenen Betonboden. Ich drehte mich auf meinen Rücken und richtete die Waffe in Richtung der Tür hinter mir. Was auch immer das gerade gewesen war, es war jetzt verschwunden. Und ich hatte keine Lust zu warten und zu sehen, wohin es gegangen war. Ich rannte zurück zum Auto und machte mich vom Acker. Ein Teil von mir wollte einfach auf die Autobahn und nie wieder zurück. Aber der stärkere Teil von mir erkannte, wie erbärmlich das wäre. Was zur Hölle war das für ein Ding da hinten? Eine Art Killer? Es schien, als hätten sie den Plan wieder geändert, nachdem der untergejubelte Mordfall nicht funktioniert hatte. Und jetzt versuchten sie sich am guten alten Mord. Ich wusste, dass ich nicht lange auf der Straße bleiben konnte, solange das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war. Und ich konnte noch nicht zu Jamie zurückkehren, weil die Polizei mit Sicherheit dort auf der Lauer liegen würde. Mir waren schon vor einiger Zeit alle guten Optionen ausgegangen. Aber als ich an der Bar vorbeifuhr und sah, dass sie jetzt offen war, wurde mir klar, wie verzweifelt ich war. Ich habe früher Kopfgeldjägern geholfen, bei einigen Gelegenheiten Dreckskerle aufzuspüren, und es hörte nie auf, mich zu erstaunen, wie dumm die Leute sein können, wenn sie auf der Flucht sind. Hätten sie nur den Kopf unten gehalten, sich versteckt, wären sie nicht erwischt worden. Ich an ihrer Stelle hätte mich anders verhalten, dachte ich mir damals immer. Hättet ihr mir vor einer Woche gesagt, was ich vorhabe, hätte ich gedacht, dass ihr verrückt seid. Ich könnte auch niemals so dumm sein. Ich fuhr auf den Parkplatz der Bar und parkte direkt neben dem Ding, das meine Aufmerksamkeit von der Straße auf sich gezogen hatte. Dort stand ein Jeep des Sheriffbüros rückwärts eingeparkt. Ich habe das Nummernschild überprüft, um sicher zu gehen, und ich hatte recht. Das war derselbe Jeep, in dem ich früher an diesem Tag bereits gesessen hatte. Ich ging hinein und schaute durch den Raum. Es war ein kleiner, schlecht beleuchteter Ort mit einem zerschlissenen Billardtisch, einer kaputten Jukebox, Hirschköpfen an jeder Wand und Country-Musik, die über Lautsprecher an der Decke plärrte. Ein paar der örtlichen Kotzbrocken saß auf ihren Hockern und sahen schweigend etwas im Fernsehen an. Die Barkeeperin war ein altes Mädchen, das aussah, als wüsste sie nicht, wie man lächelt. Sie lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Bar und trug eine Blue-Jeans-Jacke mit abgeschnittenen Ärmeln. Und in der hinteren Ecke an einem kleinen Tisch, für sich allein, sah O'Brien etwas auf ihrem Handy an. Ich ging direkt zur Bar und machte meine Bestellung. Ich nehme einmal das, was die Frau da in der Ecke trinkt. Die Barkeeperin sah zu ihr hinüber, gab mir dann einen missbilligenden Blick und sagte: Irgendwas für Sie? Ich nehme eine Jackie Cola. Ohne Jackie. Bin heute Abend der Fahrer. Sie rollte mit den Augen und füllte die Bestellung ab. Eine Limo und ein dunkles Bier. Dann sagte sie: Wissen Sie, es geht mich ja nichts an. Aber Sie sollten nicht mit ihr. Sie wissen schon, Schätzchen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht politisch korrekt oder was auch immer, aber Rassenmischung ist falsch. Aber das ist ja nur meine Meinung. Inmitten all der verrückten Scheiße, die an diesem Tag passiert war, hatte ich fast vergessen, wie sehr ich diese beschissene kleine Stadt hasste. Aber nichts ging über eine frische Dosis altmodischen Rassismus, um mich daran zu erinnern. Sie stellte die Getränke vor mich und ich ließ etwas Geld auf die Bar neben ihnen fallen und sagte: Sie haben recht, es geht sie nichts an. Ich stellte das Bier vor ihr ab, nahm Platz und wartete gespannt darauf, herauszufinden, ob ich einen weiteren Fehler gemacht hatte. O'Brien blickte von ihrem Telefon auf und starrte mich eisig an, und ich erwiderte den Blick mit einem Lächeln. Das war wahrscheinlich das größte und dümmste Glücksspiel, das ich seit meinem Erscheinen in diesem Drecksloch gemacht hatte, aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass sie nicht dazugehörte, und mein Bauch hatte eine ziemlich hohe Erfolgsquote. Also, da waren wir. Sie begann zu lachen und verriet damit sofort, wie betrunken sie war. Okay, soweit, so gut. Danke, Nagellack, ich bin erwachsen. Ich kann mir meine eigenen Roofies besorgen. Ich wollte mich nur dafür bedanken, dass sie mich vorhin herumgefahren haben. Nun, sind sie nicht ein Gentleman? Nein, natürlich nicht. Ich schwöre es. Sie lachte wieder und legte ihr Handy weg. Das war der Moment der Wahrheit. Wollte sie mich verhaften oder... Sie leerte das halbleere Bier vor sich und stellte das Glas neben ein paar andere, schnappte sich dann das, was ich ihr gegeben hatte, und nahm einen gesunden Schluck. Ich nahm einen Schluck von meinem Drink und wartete darauf, dass ich sprach. Hatten Sie heute Glück, Detective? Nee, aber dafür eine Menge Pech. Und ich nehme an, Sie erwarten, dass sich Ihr Glück jetzt ändert. Nun, es kann nicht viel schlimmer werden, oder?
Ich blickte zurück auf die Bar und erwischte die Barkeeperin, wie sie uns angewidert anstarrte. Nun, Sie können nicht sagen, dass sie nicht gewarnt hätte. Danke für den Drink. Aber vielleicht sollten Sie aus dieser Stadt verschwinden, bevor jemand mit der Neigung, Sie zu verhaften, herausfindet, dass Sie in der Kneipe sind. Jemand wie Sie, Deputy? Definitiv nicht jemand wie ich. Wie Sie deutlich sehen können. Sie deutete auf die leeren Gläser auf dem Tisch. Bin ich nicht im Dienst. Und in meiner Freizeit kannst du mich einfach Amelia nennen. Schauen Sie, ich weiß, das wird ziemlich gewagt klingen, aber macht es dir etwas aus, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Sie lachte laut auf. Es war ein echtes, tiefes, betrunkenes Lachen und es ließ mich erkennen, dass ich unter anderen Umständen wahrscheinlich wirklich gerne ein paar Drinks nehmen und die Nacht mit Amelia O'Brien vergeuden würde. Sicher, warum nicht? Aber darf ich dir auch ein paar Fragen stellen? Klingt fair. Also, gibt es eine Frau, Nagelang? Ach, da war mal was. Ein paar Mal sogar, aber da ist einfach etwas am Versager sein, das Ihnen nicht gefallen hat in Ihrem zukünftigen Ehemann. Und hier habe ich angenommen, es deine brutale Ehrlichkeit war, die Dame abgeschreckt hat. Also eigentlich ist das meine charmanteste Eigenschaft. Sie lachte wieder und ich entspannte mich ein wenig. Also, was bringt ein Stadtmädchen wie dich in eine Hinterwäldlerstadt wie diese hier? Bin mir nicht ganz sicher. Manchmal glaube ich, dass ich gestorben bin. Das ist die Hölle. Klingt nach einer vernünftigen Theorie. Du musst bei mir nicht um den heißen Brei herumreden, Regan. Ich weiß, was du fragen willst. Was ist hier los? Nun, ich kann dir nicht helfen, weil ich immer noch versuche, das selbst herauszufinden. Ich bin vor einem Monat hier gelandet und jede Nacht gehe ich schlafen und denke, dass das nächste Mal unmöglich seltsamer sein könnte. Und jeden Tag wird mir das Gegenteil bewiesen. Du kannst mich auch Eric nennen. Sicherlich nicht, Manny Paddy. Aber wenn du mich eine rauchen lässt, werde ich dir sagen, was ich weiß. Nicht, dass es dir irgendwie helfen würde. Ich kramte zwei Zigaretten hervor und zündete ihre für sie zwischen ihren Lippen an. Nach ihrem ersten Zug hustete sie und lachte und löschte sie wieder aus. Sie war eindeutig keine Raucherin. Okay, ich weiß, dass es wahrscheinlich schwer zu glauben ist, aber ich bin heute Morgen nicht freiwillig in den Wald gegangen. Ich bekam einen Anruf von jemandem, der behauptete, mein Bruder zu sein. Die einzige Sache ist, dass der seit 4 Jahren tot ist. Dann hörte ich etwas im Wald und es ist eigentlich schwer zu erklären, aber als ich dann da draußen war, fing die Luft an, sich zu erwärmen, als würde ich lebendig gekocht werden. Sie hörte sich das alles aufmerksam an und bis jetzt hatte ich sie noch nicht verloren. Ich überlegte, die Geschichte fertig zu erzählen, wusste aber, dass die Wahrheit im Moment zu viel wäre. Selbst wenn sie mir die Sache abkaufte, konnte nichts Gutes passieren, wenn sie von den toten Hinterwäldlern im vermissten Truck wusste. Weißt du was? Ich glaube dir. In der ersten Woche, die ich hier war, wurde das Büro mit Anrufen von Einheimischen überflutet, die sagten, dass sie von ihren toten Angehörigen kontaktiert wurden. Wir dachten, es wären nur ein Haufen Kinder, die einen Streich spielen. Aber es dauerte nicht lange, bis wir herausfanden, dass es etwas wirklich im großen Stil geschah. Großmutter Gertrude rief an, um dem kleinen Timmy zu sagen, dass sie nicht wusste, wo sie war. Aber sie hätten sie geholt und ihr Gehirn in ein Glas gesteckt. Oder irgend so ein Mist. Die Leute sind wirklich ausgeflippt. Dann bekomme ich eines Tages den Befehl, die ganze Sache fallen zu lassen. Und ich werde gewarnt, nicht darüber zu reden. Ich habe ein bisschen Widerstand geleistet und dann haben sie mir den Tankstellendienst aufgezwungen. Und der Rest ist Geschichte. Sie nahm einen weiteren großen Schluck. Sie hatte bereits die Hälfte ihres Bieres leer getrunken, bevor sie weitermachte. Weißt du, was ein Hitzeausbruch ist? Nein, aber ich denke, ich kann aus dem Namen schließen, dass es eine offizielle Erklärung dafür sein wird, was in diesen Wäldern passiert ist. Wenn du zu lange hier bist, fängst du an, Muster zu sehen. Egal was passiert, egal wie verrückt es ist, es wird immer eine offizielle Erklärung geben. Nichts Übernatürliches passiert jemals. Ein Hitzeausbruch ist ein seltenes Wetterphänomen, das in diesen Gegenden auftreten kann. Manchmal steigen die Temperaturen auf 40, 45 Grad oder mehr. Ohne guten Grund. Willst du wissen, warum ich das weiß? Ich zuckte mit den Schultern. Sie haben letzte Woche im Radio drüber gesprochen. Letzte Woche. Das ist ein ziemlich seltsamer Zufall, findest du nicht? Aber was soll es sonst sein? Du denkst, jemand wusste, dass ich vor einer Woche Radio hören würde und wollte sicher gehen, dass ich diese Geschichte heute Abend glauben werde, nur für den Fall, dass du hier sitzt und denkst, ich frag mich, ob etwas Übernatürliches passiert. Meine Zigarette war am Ende, also steckte ich den Stummel in den Aschenbecher und versuchte darüber nachzudenken, was ich sagen sollte. Aber dann fühlte ich, wie etwas in meiner Tasche vibrierte. Ich zog das Telefon heraus, das Roger mir gegeben hatte und las die SMS. Chris ist tot. Das Ding hat sie erwischt. Ich werde einen neuen Wirt finden. Bleib auf der Hut. Ich machte mir eine geistige Notiz, um später ein Glas auf das arme Mädchen zu erheben. Wenn sie wirklich tot war, wäre das eine verdammte Schande und ich wollte nichts anderes, als die verantwortliche Person zu finden und ihm die Zähne einzuschlagen. Aber genau wie der Schmerz in meinem Bein und der Schock, dem Tod um Zentimeter mehr als einmal entkommen zu sein, müsste ich diesen Gedanken in eine Schublade irgendwo in meinem Kopf legen und ihn dort liegen lassen, bis...
ist was? Verdammt, nicht mal ich wusste es. Schau, Regan, ich stehe genauso auf eigenwillige Auslegung von Regeln wie jeder andere. Aber ich kann einem Flüchtigen nicht helfen oder ihn unterstützen. Ich gehe kurz für kleine Mädchen und wenn ich zurückkomme, bist du weg. Und dann, vielleicht nachdem ich diesen Drink ausgetrunken habe, rufe ich Clyde an, sag ihm, dass du vorbeigekommen bist. Denkst du, das gibt dir genug Zeit, um von hier zu verschwinden, um den besten Anwalt, den du kennst, zu kontaktieren? Ja, das könnte ich tun. Aber die Sache ist die. Es gibt immer was, nicht wahr? Das wird dir nicht gefallen. Aber ich werde einen großen Gefallen brauchen. Ich hatte recht. Es gefiel ihr nicht.